Grüße, Frau Fusseni. In letzter Zeit höre ich immer so viel über Gender. Ich höre, dass in der Schule da irgendetwas damit zu tun haben soll. Und wäre eigentlich froh, wenn Sie mich da ein bisschen orientieren könnten, was Gender und Schule miteinander überhaupt zu tun haben. Also in der Schule trifft man Gender vor allem in Form von Aufklärung an, von Sexualerziehung, wo den Kindern immer mehr Werte und Normen übermittelt werden im Aufklärungsunterricht, in der Sexualkunde. Und da halt die ganzen Gender-Mainstreaming-Werte und Normen den Schülern beigebracht werden. Ist denn das schlecht, dass Kinder aufgeklärt werden? Ja, eben, wenn man es nur aufklären will, das ist ja eine Sache. Die andere Sache ist, dass es eben über Werte und Normen geht und dort tangiert man eigentlich die Familie. Weil die ganze Sexualerziehung ist Sache der Familie. Das sind Werte und Normen, die die Familie vermittelt, die in der gesellschaftlichen Form von Familie gewachsen sind. Und das finde ich einfach, das ist nicht Aufgabe der Schule. Aber die Schule muss doch die Kinder aufklären. Muss sie das wirklich? Hat die Schule denn nicht einen Auftrag, Kinder zu bilden und denen auch über Sexualität etwas beizubringen? Ich würde mal sagen, rein biologisch gesehen, ja. Aber das hat ganz sicher nichts in der Primarschule zu tun. Da würde ich sagen, da finden wir uns irgendwo in der Sekundarschulstufe. Da hätte ich jetzt auch nicht viel dagegen. Aber es geht eben nicht nur um Aufklärung. Es geht wirklich um ein neues Wert- und Normenbild. Gender Mainstreaming, was all das beinhaltet, wie wir jetzt vom Vortrag von der Frau Kubia hören. Ab welcher Stufe soll denn das passieren? Also geplant ist, da haben wir von der, das Grundlagenpapier, das ist von der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz herausgegeben worden, vom BAG finanziert. Und in diesem Grundlagenpapier wird gefordert, dass die Frühsexualisierung ab Kindergarten anfängt. Also Sexualerziehung ab Kindergarten. Das haben wir nicht nur in diesem Grundlagenpapier, auch die Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen fordert das, auch der Kinderschutz fordert das. Also das ist ja ganz extrem, dass man bereits im Kindergarten, haben denn die Kinder überhaupt schon Interesse an solchen Fragen? Sie sagen das, weil sie davon ausgehen, dass das Kind ein sexuelles Wesen ist. Wie sie auf die Voraussetzung gekommen sind, ist eigentlich ziemlich haarsträubend. Da gibt es wissenschaftliche Studien, die schon richtig Pädophilie gehen oder Pädophilie sind. Und das wird jetzt genannt, um zu sagen, das ist unser Beweis, dass ein Kind ein sexuelles Wesen ist. Darum müssen wir spätestens im Kindesgehen, wenn es zu Hause nicht schon passiert ist, müssen wir die Kinder als sexuelle Wesen erziehen. Ich habe mal etwas gehört, dass die wichtigste Beziehung Eltern-Kind ist, dass die Eltern die Bezugsperson sind, die das Kind Vertrauen hat und wo die Eltern auch die sind, die am Kind am ehesten so Fragen erklären könnten und dass das, das Kind auch dann sicher ist, dass die Eltern mit ihm den richtigen Weg gehen. Ja, das denke ich auch. Nur wird jetzt, man sieht ja, es gibt gewisse Familien, dort funktioniert es nicht. Und weil man ein Defizit hat, hat man das Gefühl, jetzt müssen wir es gerade überall aufstocken. Eigentlich wird sehr viel geschafft mit so Defizit. Man redet dann von Chancengleichheit. Und aufgrund von dem versucht man jetzt, das zu begründen, wieso plötzlich alle Kinder sollten im Kindesgehen Sexualerziehung haben. Wieso tut man dann die Eltern nicht unterstützen und die Eltern aufklären? Wäre das nicht auch ein Weg? Es wäre sicher auch ein Weg. Auch das EKKJ kennt so eine Forderung. Nur die ist auch wieder so sehr eng gehalten. So in dem Sinn, die Eltern müssen alle den Sexualaufklärungskurs besuchen und die Eltern müssen alle genau zu dem Zeitpunkt ihre Kinder aufklären. Wer will denn die frühe Sexualisierung umsetzen eigentlich? Wer ist das ganz konkret? Also wenn man das so ein bisschen anschaut, dann führen alle Spuren mal zum BAG. Das BAG, ja. Wo mit dem nationalen... Was ist das BAG? Das BAG ist das Bundesamt für Gesundheit. Ja. Das hat den Auftrag ja, für AIDS-Prävention
und gibt da so Programme raus, HIV-Programm, AIDS-Programm. Und dort fordern sie das, dass im Sinn von AIDS-Prävention eben der Sexualerziehung in den Schulen stattfindet. Und wir haben, sie aber sagen, Kindergartenkind, ist dann dort AIDS schon ein Thema? Das sind ja halt die Widersprüche, die sich plötzlich bilden, wo man plötzlich merkt, das kann gar nicht sein, da sind einfach andere Interessen dahinter. Und eben, es ist so, dass sie ja eigentlich das Ziel hatten, in dem Grundlagenpapier steht auch, dass man es über den Lehrplan 21 machen will. Und EDK sagt jetzt, die haben uns nichts zu sagen. Ich weiss nicht, da kommen sie ein bisschen mehr draus. Ist das Grundlagenpapier für die EDK jetzt verbindlich oder nicht? Also, so wie mir bekannt ist, ist ja das Grundlagenpapier im Auftrag vom BAG, vom Bundesamt, an der Hochschule Luzern erstellt worden. Und das Grundlagenpapier ist in dem Sinn für die Erziehungsdirektorenkonferenz sicher nicht formell verbindlich. Aber in der Realität wird es natürlich so sein, dass die Bildungsdirektorenkonferenz, nachdem das BAG das Papier ausarbeiten lassen hat, nachdem das BAG das Papier der Erziehungsdirektorenkonferenz vorlegt und unterbreitet, dass sie das so in dieser Form übernehmen werden. Das sieht man am Beispiel vom Kanton Basel-Land. Dort ist das Grundlagenpapier oder die Forderungen aus dem Grundlagenpapier ja mehr oder weniger eins zu eins übernommen worden. Und wenn jetzt der Erziehungsdirektorenkonferenz sagt, das sei nicht verbindlich, dann stimmt das bestenfalls theoretisch. In der Praxis wird sie es aber übernehmen und dann für sich verbindlich erklären. Also ist das mehr so ein bisschen zum die Öffentlichkeit beruhigen, dass es jetzt so stark durch die Medien geht? Ich denke, dass da starke Bemühungen rum sind, jetzt das oben runterzuspielen und Beruhigung in die Situation hineinzubringen, weil das BAG ist natürlich daran interessiert, dass das umgesetzt wird. Die Bildungsdirektorenkonferenz wenn die Sexualerziehung auch in der Schule hat. Das wird in verschiedenen Kantonen bereits gemacht. Berühmt ist der Kanton St. Gallen. Auch Zürich sind mehr Beispiele bekannt, wo Eltern ihre Kinder aus dem Sexualunterricht rausnehmen wollten, weil dort bereits in einzelnen Schulen die Sexualaufklärung in dieser Form stattfindet. Also ich bin orientiert worden von Eltern, von betroffenen Eltern, von den Medien und auch von Berichten aus der Erziehungsdirektorenkonferenz selber, dass das jetzt so umgesetzt werden soll. Also dass es nicht mehr erwünscht ist, dass die Eltern Kinder dispensieren? Ja, das soll nicht mehr sein. Das ist ja auch die Aufgabe vom Präventionsgesetz, die gesetzliche Grundlage dazu zu schaffen, dass den Eltern das Recht entzogen wird, dass es Pflicht ist, dass die Eltern gezwungen werden können, ihre Kinder in den Unterricht zu schicken. Ja, es ist jetzt gar noch interessant, Sie kommen jetzt mit dem Präventionsgesetz, bis jetzt haben wir immer über den Lehrplan 21 geredet, im Lehrplan 21 als Schulfach Sexualerziehung. Was hat das Präventionsgesetz mit der Schule zu tun? Ja, das stimmt man selber eigentlich auch, dass es über das Präventionsgesetz soll umgesetzt werden. Das BAG hat ja eigentlich im Rahmen von der AIDS-Aufklärung, das, also unter dem Deckmantel von der AIDS-Aufklärung, versucht, das Obligatorium in das Gesetz hineinzuschmuggeln. Sonst hätte das Präventionsgesetz mit der Schule nichts zu tun. Aber weil das ein Weg war, das Obligatorium dort hineinzuschmuggeln, ist jetzt das Präventionsgesetz oder wird das Präventionsgesetz die gesetzliche Grundlage sein, um die Eltern dann können zu verpflichten. Sonst hat das Präventionsgesetz mit der Schule eigentlich nichts zu tun.
Wir haben ja eigentlich noch das gleiche Problem auch mit dem revidierten Epidemiegesetz. Auch dort wäre eigentlich die Möglichkeit drin. Wissen Sie da auch schon genau was oder wie ist da der Stand? Ganz genau bin ich da nicht orientiert, wie der Stand der Beratungen heute ist. Aber beim Epidemiegesetz wird Ähnliches versucht. Und die Idee wird natürlich sicher das sein, dass man in der einen Situation das Präventionsgesetz, in der anderen Situation das Epidemiegesetz anwenden kann. Wenn beides versagt, dann hat man noch den Lehrplan 21. Also es sind von verschiedensten Seiten, wo man jetzt die Sexualerziehung, das Obligatorium von der Sexualerziehung, verankern will. Also die arbeiten recht gründlich. Ja. Das heisst auch, dass da sehr ein grosser Wille da ist, das umzusetzen. Ja, das kann man sagen. Das kann man sagen. Jetzt die Medien, die könnten doch eigentlich alle Bürger darüber aufklären. Wie ist das? Was spielen die für eine Rolle? Ja, Medien. Medien, die spielen ihre Rolle, die sie oft spielen. Sie polemisieren. Sie Emotionen schüren. Polemisieren in dem Sinn, dass aufteilen zwischen fortschrittlichen Bürgern, die eben den Sinn von einer Sexualaufklärung sehen, von Sexualerziehung der Schule übertragen wollen und auf der anderen Seite von den konservativen, verknöcherten Bürgern, die das alles bei sich behalten wollen, die nicht so zeitgemässe Aufklärung zugänglich sind. Das ist ein sehr unsachliche Darstellung von der Verhältnis, weil das eigentliche Problem dabei eben verschwiegen wird. Also es wird nicht nur aufgetrennt zwischen den Bürgern, zwischen positiv und negativ eingestellten, es wird auch damit erreicht, dass man das Thema, was eigentlich darum geht, nämlich dass jetzt die Schule Erziehungsaufgabe soll übernehmen, die Erziehung von der Sexualaufklärung. Über das Thema wird nicht geredet. Das wird da damit unter den Tisch gewischt, verschwiegen. Und das ist eigentlich ein Vorwurf, den man den Medien machen muss. Hier hat es einen ganz grossen Aufklärungsauftrag, den es nicht erfüllt. Da wäre ein Bitte und eine Aufforderung an die Medien, diesem Aufklärungsauftrag nachzukommen. Oder dass sich die einzelnen Leute einsetzen und mit Leserbriefen der ganzen Ansichtssachen mal eine andere Schau bietet, dass man mit Leserbriefen eigentlich das versucht, gerade zu biegen, was die Medien jetzt mit anfangen, da zu vertuschen. Mit Leserbriefen, mit der Diskussion, aha, untereinander, mit Vorträgen, mit allen Möglichkeiten, die uns Bürger zur Verfügung stehen. Also der Bürger ist jetzt gefragt? Der Bürger ist gefragt und wird eingeladen, aktiv zu werden, sich über das Thema zu orientieren, was gelesen hat und gehört hat, weiter zu verbreiten über alle Kanäle, die ihm zur Verfügung stehen. Gut. Danke vielmals. Danke Ihnen. Dr. Schönen Tag. Okay.